Oh. Wow, sehen Sie nur. Es ist so voller Monster, die uns umbringen wollen. Ja, so ungefähr. Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen. Angreifer. Zu weit. Ungefähr. Zu kurz. So ungefähr, oder? Ja. Hat jetzt zwar nichts bewirkt, aber ich hab gedacht. Alter, die halten ja viel zu viel aus, ey. Wenn du nicht den Kopf triffst. Stark. Alter! Oh shit! Deswegen auch ein Scanner, ne? Damit wir auf jeden Fall unser Zeug finden. Die zwei sind eigentlich eine gute Kombi. Sind die auch Tiere? Wo sind sie denn? Sie findet und tötet ihn. Kann ich das Ding auch herziehen? Oh ja, tatsächlich. Geil. Freistoß! Nein, nein, passt schon. Oh ja. Das ist der Plan. Ja, ich brauche mehr zum Schmeißen. Ich liebe den Greifhaken, der ist halt einfach nur geil. Den müssten wir schneller und öfter einsetzen können. Boah, was ist denn das? Das ist der Skewer, ne? Cool. Aber er hat trotzdem bloß 3 Schuss, ne? Der ist nervig. Aber wir können ja mal schnell benutzen. Kennen wir noch irgendwelche? Wie viele denn hier sind? Alter! Junge, bleib mal jetzt locker hier oben. Alles klasse. Boah! Die und ihre Drecksdinger, ey. Weißt du, wie viele Menschen ich getroffen habe? Wow! Ich hab es gedacht.
Sag mal, das ist da alles gut. Alter, mit Anlauf sind die halt sofort tot. Oh. Mit dem Piloten treffen, die Landezone sichern. Das war der letzte. Ist es sicher? Was ist schon sicher? Sagen Sie nichts. Wenn ich mich irgendwo einhacken kann, verspreche ich Ihnen, dass Ihr Freund sicher in der Basis landet. Verbannten Audiolog. Achso, drücke Tab. Nee, das da. Was ist das da? Panzerschrank. Mjölnir-Schrank. Mjölnir-Schränke enthalten kosmetische Gegenstände, die von einem Multiplayer von Halo Infinite teilnehmenden Spartans ausgerüstet werden können. Aber der Vorpass zum Mjölnir-Schränke in der Umgebung auf der Tech-Mac aufzudecken. Kannst du kosmetische Gegenstände der Panzerungshalle ansehen? Okay. Ich meine, ich brauch's jetzt nicht, aber. Landezone. Mal sehen. Die Verbanden nutzen eine abgewandelte Version des Allianzkampfnetzes. Ziemlich einfach zu knacken. Und fertig. Ich habe unseren Standort aus dem System gelöscht. Wir sind sicher. LZ gesichert. Der ist bestimmt froh, dass er mal wieder auf Land geht. Oh, fester Boden. So schön das auch ist. Können wir jetzt verschwinden? Haben Sie diese Waffe gefunden? Können wir los? Hi! Was zum... Cortana! Aber sie... Sie ist an allem schuld. Das ist nicht Cortana. Sag's ihm. Aber das ist geheim. Genehmigung erteilt. Ich wurde von Dr. Catherine Halsey erschaffen, um in die Installation einzudringen und Cortana für ihre Löschung festzusetzen. Ich hatte Erfolg. Cortana ist keine Gefahr mehr. Und jetzt hilft sie uns, die Verbanden aufzuhalten. Natürlich. Ich verstehe Sie. Bis vor einer Stunde wusste ich nicht, was ein Verbannter ist. Und ich glaube, die Chancen stehen schlecht. Ja. Ja, Sie sollten auf Sie hören. Sie bringen uns noch alle um. Wie faszinierend. Sie wollen überleben. Und ich
wurde zum Sterben programmiert. Wirklich? War denn einer mit Todessehnsucht noch nicht genug? Nein, ich habe nur darüber nachgedacht, wozu. Halt. Ich empfange einen UNSC-Notruf. Position? Der Ursprung ist 4 Kilometer entfernt. Das ist der Ursprung des Notsignals. Der Turm. Das ist unsere Position. Das war, bis vor 2 Minuten, noch ein Verbandenvorposten. Ich sage wahr, weil er jetzt uns gehört. Chief, wovon redet sie da? Jetzt kommt der coole Teil. Den Verbanden sind noch mehr UNSC-Vorposten in die Hände gefallen. In die Pranken. Die haben ja Pranken. Jeder ist mit einem Gebiet verbunden. Hier ist die Position des UNSC-Signals, das ich verfolgt habe. Und 2 weitere Vorposten. Vorposten, Foxtrot. Los geht's. Dann los. Was? Dahin? Fliegt jetzt wieder weg oder bleibt der da? Bin einsatzbereit, Chief. Lassen Sie uns abhauen. Mission fortsetzen. Ja, aber kann ich nicht von hier aus einfach laufen? Wow, 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 wow. Ah, das ist nur ein Sturmgewehr, Mann. Ich will die andere haben. Verdammt. Ja, gut, los. Ich meine, wir könnten jetzt die Open World ein bisschen genießen. Könnten wir? Nein, könnten wir nicht. Fuck. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, oder? Erst wollen Sie, dass ich einem Signal folge? Dann lassen Sie mich hier warten. Nun machen Sie halt. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Alter, also, du hast echt Problem, Junge. Gut, dann machen wir halt weiter. Wir kommen hier scheinbar eh nicht weg. Stellen, aber ich weiß nicht warum. Was hat sie denn Falsches getan? Sie war das Ziel. Ich verstehe das, aber ist es geheim? Ich habe nicht alle Informationen. Chief, das ist verrückt. Ich sehe Verwandte. Überall. Haben Sie verstanden? Welche Infos gab Ihnen Dr. Halsey vor Ihrer Mission? Halsey sagt anderen nur, was sie wissen müssen. Nimm Pelican direkt ins Feindgebiet fliegen. Wird niemand bemerken. Tolle Idee, Großer. Ich verstehe trotzdem Ihre Löschung nicht. Da scheint ein Puzzleteil zu fehlen. Wie erwartet. Aufgeflogen. Voll aufgeflogen. Verbandenanlage voraus. Gepanzert. Sehr stark gepanzert. Das muss jetzt wohl warten. Wie nah können wir ran? Wie nah? Wie nah? Wir sind unbewaffnet und... Landen Sie hier. Hier? Wir ziehen das durch? Ich hoffe, das reicht, denn besser wird's nicht werden. Das ist nah genug. Das hoffe ich. Ich verschwinde von hier. Nun, willkommen in der Open World. Jetzt hoffentlich richtig. Das 77 oder sagen, ein Vorposten etablieren. Ursprung des UNSC-Signals. Quelle. Unklar. Auf den Verbandenkanälen herrscht zu viel Betrieb. Ich höre oft vom Turm. Wahrscheinlich das Hauptgebäude, das wir beim Anflug gesehen haben. Schauen Sie da unten. Wir nähern uns dem Vorposten, den wir entdeckt haben.
Erledigen Sie diese Monster. Bringen Sie mich zu diesem Terminal. Warum ist er ein Toter? Dann zeige ich Ihnen, was ich kann. Das Ende der Infinity. Das erste Spartan-Audio-Log anhören. Hab ihn gefunden. Ist da oder was? Ich brauche meine Maschine. Oh Gott! Scheiße! Fertig? Jetzt. Sie machen kurzen Prozess, was? Weiter im Text. Regeln wir Vorposten Golf ab. Hier ist die Audiolog. Hey, das weiß ich doch. Wann ist die Waffe einsatzbereit? 37 Minuten 52 Sekunden, Captain. Das geht vermutlich nicht schneller. Das fragen Sie wohl besser Sie, Sir. Nun gut. Ist die Eskorte in Position? Aye, Sir. 6 Mulls und Fregatten der Vorhut sind bereit zum Ausrücken. Verstanden. Sie sollen Kurs setzen. Volles Tempo. Wir kommen hoffentlich gleich nach. Das gefällt mir nicht. Wir sind hier zu verwundbar. Vorposten. Sehen wir mal. Ja, ich hatte recht. Ich muss nur mit diesem Verbandensicherheitsprotokoll plaudern. Und mit plaudern meine ich, aus dem Weg schaffen, weil es wirklich nicht sehr smart ist und... Na also. Damit hätten wir einen zweiten Vorposten. Waren Sie das? Bestätigt. Und jetzt? Wollen Sie das UNSC wieder aufbauen? Stück für Stück? Seine Entscheidung. Ich versuche nur zu helfen. Wo wir davon sprechen. Jeder Vorposten ist mit dem Kampfnetzwerk verbunden. Und wenn ich das tue, können wir herausfinden, was die Verbanden planen. Zum Beispiel ist hier drüben eine Art Verbanden-Außenposten. Funktion? Unklar, aber es ist gut gesichert. Also lohnt es sich, ihn zu besuchen. Und hochzujagen. Und hier ist jemand, den ich als wertvoll für die Verbanden einstufe. Und zwar sehr. Notiert. Seine Akte ist aufschlussreich. Sie ist in der Datenbank hinterlegt, falls Sie selbst mal reinschauen möchten. Sie verfolgen auch UNSC-Transponder. Lager, die wertvolle Ausrüstung und Informationen enthalten. Oh nein. Anscheinend versuchen mehrere UNSC-Trupps zu überleben. Sie brauchen Hilfe, Chief. Na dann gleich mal. Was denken Sie? Ich sagte doch schon, die Chancen stehen nicht gut. Für Sie. Dann finden wir raus, was dieses Signal ist. Mongoose Lieferung unterwegs zu Ihrer LZ-Chief. Was? Wieso hast du... Ja, Mann. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Tab. Da oben gleich, ne? Ja gut, das ist super, da kann ich dann gleich von dem Ding wieder absteigen. Weil die sind ja scheinbar da hinten. Wir empfangen ein UNSC-Notsignal. Der Signatur nach ist es ein Trupp Marines. Am Leben? Keine Antwort über Funk. Aber wenn sie es sind, brauchen sie sicher unsere Hilfe. Finden wir sie. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich glaube, die sind nicht mehr am Leben. Ich bringe den Spartan selbst auf. Da hilft kein Verstecken. Sehr weit. Nein,
Oh ja. Warte, der, die Penner schmeißen die Dinger ja auch. Alter, wie es ihn halt voll umgedreht hat. Die sind gefangen. Sie haben viele Leben gerettet. Die Marines schulden ihnen etwas. Das macht dann 20 Euro. Oh. Es geht. Hey, hey. Verdiene Tapferkeit. Plus 30 Tapferkeit. Verdiene Tapferkeit, um Waffenfahrzeuge Marines Entsendungen in kontrollierten Vorposten freizuschalten. Und da hinten sollen jetzt unsere... Also UNSC-Posten sein, oder was? Warte, folgt ihr mir gerade? Oh Mann, wie ich diesen Ort hasse. Ausrücken, Marines! Und ihr kommt jetzt mit, oder was ist mit euch los? Hab ich bestanden, Spartan? Alter, ich weiß nicht mal, was ihr jetzt von mir wollt. Ich brauche euch nicht. Oh, da vorne ist ein riesiger Vorposten. Wieso sind wir alle näher rennen, Alter? Was soll denn das? Und jetzt? Schauen Sie blöd. Wow. Das habe ich gekonnt, ey. Das habe ich gekonnt. Oh. Ja, die Steuerung ist manchmal ein bisschen gewöhnungswürfig, bis man da richtig drin ist. Posten, was war das? Vorposten erfahren haben. Da, was ist das? Sieht aus wie eine Art Verwertungsanlage. Wie ist der Plan? Schalt es ab. Bergungslieferung bestätigt. Ankunft in 6 Stunden. Die kommen nicht? Nein, nein, passt schon. Oh shit. Achtung! Große Weite! Wir werden angegriffen! Alter, was bist denn du? Ist das ein Schakal? Alter! Die schauen voll geil aus! Stark. Und ihr denkt jetzt, weil ihr dazu gemacht habt, komme ich nicht mehr rein, oder was? Oh Gott! Die Verbanden schützen ihre Silos mit allen Mitteln. Eindeutig. Und was wollen Sie deswegen tun? Sie enttäuschen. Sehr schön. Sie müssen die Silos erst manuell anheben. Los, Schweinebacke! Hast du mich gerade Schweinebacke genannt, du Penner? Hey, hinter dir. So viel Luft. Ich
Oh, stimmt, ich habe ja. Ich versteck mich doch gar nicht. Football! Hart, hart, hart! Silo hat einen Überbrückungsschalter. Bereich scannen. Alter. Hat er einen Raketenwerfer? Warte mal. Ich brauche eine Elite. Und jetzt einfach so. Oh. Ja. Defekt? Ich glaube, das ist ein bisschen mehr wie ein Defekt, Alter. Sie wissen, was zu tun ist. Oh. Reicht nicht ganz. Hörst du auf? Nein, kannst du vergessen. Wir sollten das mal mitnehmen, bevor wir es vergessen. Sind euch Brüder, Schwestern, wie sich unser Horizont gen Himmel biegt und uns verbindet. Es war nicht die Allianz, die endlich dieses Versprechen erfüllte. Es war Alter, was ist hier los? Das hat ja auch kein Muni mehr. Der andere. Alter, gerade geht's ganz schön rum hier. Steht da einer? Nein, bist du nicht. Nein, ich bin hier. Spartan-Kern. Ich muss da nochmal schauen, was man jetzt genau damit upgraden kann. Zum Spartan-Kern für Faker. Ich kann ein Ding Greifhaken betäubt fast Gegner für einige Sekunden. Ja. Ja, geil. Wir wegrennen. Renn. Kleines Würbchen. Ach, keine Ahnung. Ich hab einen Haufen von euch getötet. Ich werfe auch Plasma. Warte, ich kann noch mehr Plasma werfen. Scheiße, warte, sind da noch mehr gekommen.
Reißt wohl nicht raus, oder? Oh. Da hab ich ihn erwischt. Den kleinen armen Schakal. Nee, nee, nee. Zerstören Sie das Silo, Chief. Das Skorpionpanzer drin. Lass mich rein. Ich will da rein. Geht es eigentlich auch? Mal gucken, wir können auch sowas machen. Oh. Silo 3 ist weg! Verteidigt die Ranzionfeste! Sofort alle übrigen Truppen einsetzen! Die Ressourcen sind essentiell. Tja. Sind das kaputte Warthogs? Was ging denn hier eigentlich ab, Alter, auf dem Planeten? Achso, ja, da war ja was hier. Schalten Sie das Silo aus. Oh. Aber da bleibt's hängen. Was ist los? Ranzionfeste? Melden! Wir haben Gesellschaft, Chief. Also, noch mehr. Anscheinend verschrotten und reparieren die Verbanden hier Fahrzeuge. Nicht mehr lange. Markiere Reparaturdocks. Auf geht's. Ah. Oh ja, Mann. Oh. Au. Nein, 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 nein. Ah. Was ist denn der Pisser? Der war der Arsch unsichtbar? Auf jeden Fall hab ich Skorpion, das reicht mir schon. Da kann ich das aufmachen, ne? Wobei es dem Skorpion eh gerade nicht ganz so gut geht.